Lang, lang ist es her, dass ich ein Video über Haare gemacht habe. Heute ein Highlight. Darf ich zum Friseur? Zu Pandemiezeiten ist es natürlich schon was mega Besonderes. Und ich habe jetzt erst einen Termin bekommen. Ja, in meiner Welt ist es März. Und ich freue mich natürlich riesig. Wir sprechen heute über das Thema Haare und ja, wohin ich mit meinen Haaren überhaupt hin möchte. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich nehme euch hier mal so ein bisschen auf meine Haarreise mit. Ich werde dir hier mal unter dem i mein letztes Video zum Thema zeigen. Da habe ich bereits schon über das Pony rauswachsen gesprochen. Wir sind in Pandemiezeiten und ja, meine Friseurbesuche sind sozusagen aus dem Takt gekommen. Also ich bin vorher immer zweimal im Jahr zum Friseur gegangen, also alle halb Jahr sozusagen. Und das geht natürlich jetzt nicht mehr, das ist klar. Und ja, dass manch einer frisurentechnisch halt so richtig, wie sagt man, aus den Fugen geraten. Ich hatte vorher immer einen normalen Pony und mir war klar, jetzt, wenn ich nicht mehr beim Friseur vorbeigehen kann, um einen Pony zu schneiden, weil ich ganz nicht, ist halt nun mal Fakt, lasse ich die ganze Geschichte rauswachsen. Ich will eigentlich, das jetzt nicht alles auf einer gleichen Länge haben, das muss nicht sein. Es ist natürlich geschickt, wenn du den Pony hier hinterm Ohr, das klappt noch nicht ganz so gut, ne? Also wenn das ein bisschen länger wäre, wäre das super. Das ist natürlich mega geschickt, aber ich werde mir wieder einen schrägen Pony schneiden lassen. Ist er ja jetzt nicht. Und dann kann das natürlich auch wachsen. Ich behelfe mir natürlich bei so einem Pony immer mit Haarspray. Ich zeige euch jetzt meinen alten Haarspray von Balea nicht, weil der ist Mikroplastik belastet. Das ist ein großes Thema, gerade in Styling-Produkten. Es gibt einfach so gut wie keine Haarsprays ohne Mikroplastik. Es ist tatsächlich so. Wenn man im Naturkosmetikbereich mal guckt, und Biotum ist eine Naturkosmetikmarke, da wird man dann fündig. Aber ansonsten wird es wirklich schwierig. Es gibt einen einzigen Haarspray bei DM, der ja kein Mikroplastik hat, und der ist von Alverde, der ist aber nicht vegan. Da musst du ja immer so ein bisschen überlegen. Ne? Also Mikroplastik ist für mich so ein absolutes No-Go. Zu dem Haarspray kann ich noch gar nichts sagen. Sei gespannt auf meinem Kanal. Irgendwann werde ich ihn vorstellen. Vielleicht wird er auch ein Favorit, man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein absoluter Fail. Und ich muss weiter suchen. Ich hoffe, es ist keiner. Ich hoffe wirklich, es ist keiner. Ich möchte mir den jetzt nicht aufsprühen, weil, wie schon gesagt, ich gehe in ein paar Stunden, in 3 Stunden gehe ich zum Friseur und da müssen die Haare eh gewaschen werden. Wer mich kennt, weiß, dass ich hier feste Shampoos vorstelle und da hat sich einfach bei mir nichts verändert. Ich reinige meine Haare immer noch mit festem Shampoo, es sei denn, ich muss ein medizinisches nehmen. Jetzt habe ich mal einmal das medizinische ausgelassen. Dann nehme ich entweder Terzolin oder Ketozolin. Das ist halt einfach wegen der Kopfhaut auch. Und die halt zum Reinigen. Und die sind zum Reinigen echt nicht schlecht. Das hier ist zum Beispiel ein Schuppenshampoo von Lush. Aber die sind halt mega scharf, die Lush-Shampoos. Ne? Das kriege ich auch immer wieder gesagt. Da ist auch Sodium-Lauryl-Sulfat drin. Und das verträgt halt wirklich nicht jeder. Also man glaubt tatsächlich immer noch von Lush, dass es Naturkosmetik sei, ist es aber nicht. Es ist nur naturidentische Kosmetik. Es gibt aber immer mehr so feste Shampoos jetzt in den Drogerien. Das ist das von Shear. Das ist echt mega gut. Das schäumt auch für Leute wie mich, die eben Schauchen brauchen. Das schäumt recht gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, nehme ich ein medizinisches. Ich bin tatsächlich umgestiegen. Ich habe früher immer die Apfelessigsaugerinse gemacht. Mache ich immer noch hin und wieder, aber regelmäßig dann nehme ich tatsächlich eine Spülung. Derzeit ist es die Spülung von Alverde. Und es gab nur eine
Es gab zwei, die eine war ausverkauft, genau. Es gab zwei Spülungen von Alverde mit Protein. Und bei Haaren wie denen hier, die halt eben fein sind, ich habe Gott sei Dank viele Haare, aber ich habe halt feines Haar. Ich habe sehr schnell festgestellt, warum meine Locken halt nicht vorhanden sind. Und das liegt halt einfach am Proteinmangel in den Haaren. Ich kann nicht viel Pflege in die Haare reinmachen, weil meine Haare sind sehr schnell erschlagen, ne? Spülung geht und tatsächlich geht die auch. Ich habe die am Anfang mit Vorsicht wirklich verwendet. Ich gedacht habe, Aber es macht tatsächlich die Haare wunderbar weich und mehr auch nicht, ne? Also, und das, die Proteine sind echt nicht schlecht. Wer halt wirklich dann noch eine Haarkur vertragen kann mit Proteinen, soll das wirklich dann auch mal ausprobieren. Bei mir geht es halt leider echt nicht. Ich wasche meine Haare alle 5 Tage. Heute ist tatsächlich der 5. Tag und es hat sich tatsächlich mit meinen Haaren gebessert, dass die fetten immer noch, darf man mich nicht falsch verstehen, aber es hat sich tatsächlich gebessert. Aber ich muss dazu sagen, hätte ich mein Trockenshampoo nicht, und das ist das Trockenshampoo von Puromatix, gibt es bei mir im Unverpacktladen. Ihr müsst mal gucken, ihr könnt es aber auch im Internet bestellen. Das ist halt unverpackt. Ja, und das riecht ganz leicht nach Pfefferminze, man riecht es aber nicht in den Haaren. Bei dem ist es so, das trägst du nie exakt so auf, wie du es brauchst. Von dem her musst du es fast jeden Tag auftragen, weil die Haare halt an irgendeiner anderen Stelle wieder aufgehen. Also ich muss schon hergehen und nach dem 2. Tag und muss Trockenshampoo anwenden, weil meine Haare einfach zu weich sind. Sie sind es schlicht und ergreifend. Wenn ich jetzt in meine Haare so einen Grip reingebe, und das macht eben Trockenshampoo und der besagte Haarspray, dann klappt das ganz gut, muss man an der Stelle sagen. Von der Haarlänge her gefällt mir das im Moment sehr gut, muss ich zugeben, aber es muss halt schon so viel weg. Das muss halt einfach, ne? Weil es ist jetzt über 6 Monate her und da muss einiges weg. Von der Länge her würde ich meine Haare nicht länger haben wollen. Wer mich kennt, weiß, ich habe mal Haare gespendet und hatte Haare bis zum Arsch runter, ne? Und dann habe ich sie ja ganz kurz schneiden lassen. Das will ich nicht mehr. Aber so wie jetzt finde ich es eigentlich echt perfekt. Nur dieses Ding mit dem Pony, das muss ich halt einfach gemacht bekommen. Es ist schon, also ich habe schon hin und her überlegt, weil Fakt ist, diese Strähne hier, die sollte halt lang bleiben. Ja. Und am allerbesten wäre es halt wirklich, wenn die Strähne bis zum Kinn runtergehen würde. Aber dann kann ich halt den Pony auch so nicht tragen, sind wir mal ehrlich. Und besser ist es, wenn es bei mir wirklich ins Gesicht reinfliegt. Wachsen tut es von ganz alleine wieder. Na, also ich war halt besser, wenn ich Haare im Gesicht habe. Das schmeichelt mir halt insgesamt viel, 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 viel besser, als wenn die halt sehr weit draußen sind. Und das Stück ist halt einfach echt noch zu kurz. Das kriege ich auf Anhieb gar nicht hinter die Ohren. Ich klebe es mir oft hinter die Ohren, muss ich sagen, mit Haarspray, da klappt es dann schon. Aber so perfekt ist es halt echt nicht. Und so sehr aus dem Gesicht raus will ich es halt auch nicht haben. Also dazu müsste es halt schon länger sein. Hat mir halt, wie gesagt, auch so ein bisschen überlegt, hält es jetzt noch eine Weile lang durch mit dem Pony? Lässt noch ein bisschen wachsen? Aber nee. Ich lasse den mir jetzt schräg lang, also lang bleibt er, aber ich lasse den mir jetzt schräg schneiden, dass er ein bisschen besser ins Gesicht reinfällt. Und gerade der Bereich hier, das klappt mir halt auch nicht, wenn es halt gerade ist. Das lasse ich mir auch wieder ein bisschen franzig reinschneiden und mal gucken, was es sagt in Sachen Stufe, ob da vielleicht noch irgendwie was geht. Aber bei so dünnen Haaren wie bei meinen musst du halt bei einer Stufe halt echt aufpassen, weil es wird nach unten hin halt echt dünn. Und sie hat es mir schon ein paar Mal ausgeredet und gesagt, nee, komm, das macht man nicht mit einem Haar, das geht halt einfach nicht. Also wie gesagt, länger als so möchte ich sie definitiv nicht haben. Weil dann wird es echt wieder so ein bisschen ungeschickt, keine Ahnung. Also so ist mir halt wirklich lang genug.
Und wenn ich sie jetzt halt wirklich so 4-5 cm schneiden lasse, in einem halben Jahr sind sie dann wieder so lang und sind eventuell auch ein bisschen gesünder, hoffe ich doch. Ich zeige mich nach dem Friseur wieder, also so ein Vorher-Nachher, würde ich mal sagen. Und an der Stelle sage ich mal, bis später. Tada! Die hat echt so viel abgeschnitten. Wo kommen die Haare her? Also sie sind immer noch mega lang. Und was hat sie zu mir gesagt? Mal lass dir das jetzt machen, was du zu Hause nie machst. Ich sag, gut, mach mit Glätteisen, mach Locken. Dazu habe ich nie Bock. Also sie hat erst gesagt, so, soll ich die richtige reinhauen oder nur Wellen? Also richtig, ja, das fühle ich einfach nicht mehr so richtig krasse Locken. Absolut nicht. Also ich bin mega zufrieden. Und ich hoffe, jetzt sind auch diejenigen von euch zufrieden, die gemeint haben, du, ein kleiner Pony, das sieht nicht ganz so gepflegt aus. Natürlich war der rausgewachsene Pony nicht das Allerschönste, aber wir sind ja alle mit rausgewachsenen Frisuren rumgelaufen. Also ich bin mega zufrieden, ich fühle mich wohl und so kann es jetzt weitergehen. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, gebt diesem Video einen Daumen nach oben und hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!